habe ich mich zu Hause gefühlt unter den Deutschen. Zu Anfang der 30er Jahre. Erinnert sich Stefan Roussel. Es war ein Land mit seinen Schattenseiten und Problemen, gewiss. Nicht gerade modern, schon gar nicht in der Politik. Aber es war offen für Ideen und Gäste wie mich. Umso unglaublicher ist die Geschichte, wie all das umkippen konnte über Nacht. Mein Wille ist unerschütterlich, mein Atem aber länger als der Atem meiner Gegner. Dabei scheint sich noch zu Jahresbeginn, nach langer Krise, alles zum Guten zu wenden. Mögen Sie alle so froh und gesund sein wie diese Neugeborenen des Jahres 1933. Wir stehen vor schweren Aufgaben. Nach außen ringen wir um unsere Freiheit und unser Recht, im Innern um Arbeit und Brot. Möge es im neuen Jahr endlich gelingen, einen entscheidenden Wandel herbeizuführen. Das neue Jahr bringt auch für mich vor allem Hoffnung. Die französische Journalistin Stefan Roussel hat in Aufzeichnungen und Interviews festgehalten, was sie damals erlebt hat, in Berlin, als junge Korrespondentin der Zeitung Le Matin. Anfang 33 haben wir gespürt, die Stimmung dreht. Der braune Spuk scheint vorüber. Die nationalsozialistische Partei hatte Stimmen verloren. Die Wirtschaftslage hatte sich verbessert. Und Hitler und seine Partei ließen, dass es in Deutschland schlecht zuging. Unsere Stunde kommt und ich kann sie erwarten. Wenn mir der Himmel eine gute Eigenschaft gegeben hat, dann ist es schon die einer niemals zu erschütternden Beharrlichkeit. In seiner Entourage wird Parteichef Hitler hofiert. Aber seine Gegner haben ihn schon abgeschrieben. Das ist doch der Hitler. Der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den demokratischen Staat ist abgeschlagen, schreibt die Frankfurter Zeitung am Neujahrstag. Und der sozialdemokratische Vorwärts titelt Hitlers Aufstieg und Niedergang. Für mich und meine deutschen Freunde sind das gute Neujahrsbotschaften. Erstmals hat Hitler wieder Wähler verloren. Seine Partei ist fast bankrott und droht am Streit, um den Weg zur Macht zu zerbrechen. Das Satireblatt Simplicissimus schreibt in seiner Neujahrsausgabe: Eins nur lässt sich sicher sagen, und das freut uns rundherum. Hitlern geht es an den Kragen. Dieses Führers Zeit ist um. Selbst Chefpropagandist Goebbels notiert zur Jahreswende in sein Tagebuch: Dieses Jahr 1932 war eine einzige Pechsträhne. Man muss es zu Scherben schlagen. Das neue Jahr, sehr böse sieht es aus. Wir fragen uns schon, dürfen wir bald seinen politischen Nachruf schreiben? An Neujahr ist Hitler zu Besuch in München bei seinem Auslandspressechef Ernst Hanfstengel, der ihm, wie üblich, sein Gästebuch vorlegt. Hier. Wie der Gastgeber später berichtet, kommentiert der Parteiführer seinen Eintrag mit den Worten: Dieses Jahr gehört uns. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Hitler ist nicht der Einzige, der sich einiges verspricht von diesem neuen Jahr. Möge Ihr Plan gelingen, Herr von Papen. Der konservative Franz von Papen wird noch Bedeutung bekommen.
Vielleicht nicht ganz in seinem Sinn. Es war bei Papen, ich glaube, eine Art Charaktersache, eine Rolle spielen zu wollen. Er hat es sein Leben lang getan. Und manche Leute haben ihn deswegen für unintelligent gehalten. Aber im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ist es ihm merkwürdigerweise gelungen, seinen Dummkopf vor dem Strick zu retten. Ich kenne mich keinesfalls schuldig. Papen wurde freigesprochen. Für seine Rolle als Wegbereiter Hitlers. Dabei hat Papen, nachdem er Ende 32 selbst als Kanzler gescheitert war, weder Amt noch Hausmacht. Nicht einmal in seiner eigenen katholischen Zentrumspartei. Dafür aber exzellente Kontakte. Der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen sah nun eine Chance, wieder in irgendeiner Weise an der politischen Macht beteiligt zu werden, indem er sich mit Hitler verbündet. Am Morgen des 4. Januar 1933 fährt vor dem Rheinhotel Dresen in Bad Godesberg eine Limousine ab, gefolgt von Journalisten, die in dem Gefährt den Hotelgast Hitler vermuten. Zeitgleich startet hinter dem Hotel ein weiterer Wagen mit zugezogenen Vorhängen in entgegengesetzte Richtung. Das Täuschungsmanöver gelingt zunächst. Unbemerkt gelangt Hitlers Fahrzeug nach Köln. Dort, in der Villa des Bankiers Kurt von Schröder, erwartet ihn schon Ex-Kanzler Franz von Papen. Papen hat es gewagt. Er hat Hitler zu einem Gespräch in Köln eingeladen und war davon überzeugt, dass man diese Begegnung in größter Heimlichkeit durchführen könnte. Ohne es zu sagen, dass am Tag darauf die Meldung Hitler und Papen bei Schröder auf der ersten Seite der großen Zeitungen stand. Alles Versteckspiel war vergebens. Jetzt wissen wir, Hitler ist wieder im Rennen. Es ist schon auch in einer gewissen Weise ironisch, dass ausgerechnet in einer solchen Situation, wo die Partei, die so lange an die Macht wollte, gar nicht so stark war und andererseits die wirtschaftliche Situation auf dem Weg der Besserung war, dass ausgerechnet in diesem Moment dann Hitler noch eine Chance erhält. Sein Aufstieg vom Volksredner zur Schlüsselfigur im Kampf um die Macht hat viel mit der Verunsicherung der Deutschen zu tun. Sie haben einen Krieg verloren und viele Krisen durchlebt. Geschickt nutzt Hitlers Partei die Ängste und Vorurteile der Menschen für sich. Mit radikalen Parolen und moderner Propaganda stilisiert sie sich als Sprachrohr derer, die kein Gehör zu finden glauben. Es ist ihr auch gelungen, gewissermaßen mit unterschiedlichen Programmaspekten unterschiedliche soziale Schichten anzusprechen und diesen jenes und jenen dieses zu versprechen. Das alles hat sozusagen durchaus auch eine moderne volksparteiliche Komponente gehabt. Sie war eine junge Partei. Hitler, die Entourage, war immerhin nicht sehr alt. Und vor allem waren auch viele der Wähler. Die SA strahlte Jugendlichkeit aus. Das war das Heer der jungen Arbeitslosen, das sich von dieser jungen Partei auch angezogen fühlen konnte. Nach Bankenkrach und Wirtschaftsflaute ist die Zahl der Arbeitslosen bis 1933 auf 6, inoffiziell auf mehr als 10 Millionen Menschen angewachsen. Ohne Arbeit fehlt den meisten jede Existenzgrundlage. Armut, Armut, Armut. Das bedeutet, dass man sich höchstens die Volksnahrung leisten konnte, einen billigen Salzhering. Der Salzhering war die allerunterste Stufe, die wir brauchten, um zu überleben. Der Salzhering und dann die Kartoffel. Als die Mutter sagte, hol doch bitte vom Acker eine Feldrübe, damit wir etwas zum Beißen haben, da sträubte sich das Gefieder. Das ist doch Diebstahl. Sagst du, Junge, entweder hungern, sterben oder
Wir stehlen. Für Arbeitslose gibt es üblicherweise schon nach 6 Wochen keine staatliche Stütze mehr. Es bleibt ihnen nichts anderes als Suppenküchen oder Bettelei. Ich denke mir oft, wie gedemütigt müssen sich diese Menschen fühlen. Gerade die Jungen. Es genügte, den Tiergarten zu durchqueren, um auf den Bänken junge Männer, seltener Mädchen, sitzen zu sehen. Und auf ihren Gesichtern war keine Hoffnung. Sie waren unglücklich und sie waren einsam. Und sie waren böse auf ihre Eltern, die ihnen keine Arbeit bringen konnten. Und sie waren böse auf den Staat. Und das waren gefundene Opfer für die Nationalsozialisten. Die prangen an, wer für sie schuld an allem Übel sei. Die Demokratie, die Juden, die Republik. Auch am verlorenen Weltkrieg und am vielgeschmähten Frieden von Versailles. Ich habe oft das Gefühl, dass Deutschland aus dieser unklaren Niederlage sich davon niemals erholt hat. Ich hatte oft das Gefühl, hier ist ein krankes Volk. Und dieses kranke Volk findet nun einen Wunderarzt. Einen Mann, der sagt, ich mache aus euch ein Volk, das Erfolg hat. Hitler ist ganz sicher der populärste Krisengewinner. Aber auch von links wird die Republik zunehmend attackiert. Da ihre Koalitionen sehr zerbrechlich sind, tobt um uns herum fast pausenlos Wahlkampf. Durchaus im Wortsinn. Beinahe täglich gibt es irgendwo blutigen Krawall. Die Republik von Weimar wirkt hilflos, vermag nicht für Ordnung zu sorgen. Und davon wiederum zehren die Feinde der Demokratie. Wir haben ein Ziel uns gewählt und Verfechter des Fanates rücksichtslos bis ins Grab hinein. Nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Von 1928 bis Mitte 32 vervierzehnfacht die NSDAP ihr Wahlergebnis. Man muss eindeutig sagen, ohne die immer weiter zunehmende Unterstützung des Wählers wäre Hitler nie zu einem ernsthaften Faktor der deutschen Politik geworden. Erst die Wahlerfolge der NSDAP führten dazu, dass diese Partei in die erste Reihe der Politik aufstieg und dass auch ein Reichspräsident Hindenburg diese Partei nicht mehr ignorieren konnte. Hindenburg hat an der nationalsozialistischen Massenbewegung, der stärksten politischen Kraft in Deutschland, geschätzt, dass sie imstande war, die politischen Massen hinter sich zu bringen, die Arbeiter sozusagen in die nationale Volksgemeinschaft zurückzuführen. Während die Wahlerfolge der Extremisten im Reichstag die Republik Treue Fraktion aus Sozialdemokraten, Liberalen und Katholiken zur Minderheit dezimieren. Eingekeilt von Nationalsozialisten, Deutschnationalen und Kommunisten. Ein Grundproblem der Weimarer Republik bestand darin, wie geht man mit einem Parlament um, in dem sich die Todfeinde des Parlamentarismus versammeln und sogar eine Mehrheit ausmachen. Und weil sich das Parlament selbst blockiert, lenkt zunehmend Reichspräsident Paul von Hindenburg mit Notverordnungen den